wenn die hier auf der Wache sind. Das sind zwei Fleischerei hier. Manchmal da oben. In dieser Leitung. Ja. Ja. Ich habe geschrieben. Oh, da wird sie eilig. Ja, du hast immer so. Hier kann man sehen, wie viel Energie man sparen kann, wenn man eine neue Heizungspumpe einbaut zu Hause. Ne? Hier, das ist die herkömmliche Heizungspumpe, die ja noch 92% oder über 90% eingebaut ist. Und wir schalten die jetzt mal ein. Dazu muss ich jetzt den Wasserkreislauf entsprechend schalten. Ich schalte hier ein. Und dann sehen wir, dass diese Pumpe 34 Watt Anschluss hat. Ja? So, und jetzt haben wir hier die modernste Pumpe, die ist hier, einmal elektronisch gesteuert und auch druckgesteuert. Die wollen wir mal als Vergleich heranziehen. Und diese Pumpe hat noch 3,5 Watt, also enorm. Man muss ja bedenken, dass diese Pumpe fast das ganze Jahr läuft und da kommt eine enorme Summe zusammen. Wenn alle deutschen Haushalte die Pumpe wechseln, dann könnten wir auf den Schlag 3, 4 Kohlekraftwerke sofort abschalten. Und ähnlich ist es hier mit dem Prüfstand für die Lampen. Das sind Birnen, die es seit eh und je immer mal gab. Das ist die Wolframfadenbirne, die Halogenbirne, die Energiesparbirne, die LED und die Filamentbirne. So, die erste, man merkt sofort, die wird heiß. Also da geht sehr viel in die Wärme und nicht ins Licht. Und hier haben wir 36 Watt. Die Halogenbirne, 21 Watt. Dann die Energiesparbirne, die man niemals hätte entwickeln dürfen. Hier ist Quecksilber drin und wenn das jetzt hier hinfällt, dann haben wir ein großes Problem. Da müssen wir sehr schnell hier das den Sondermüll zusammen glauben. Die hat aber, das war ein Sprung von 21 Watt auf 7 Watt. Deswegen hat man diese Birne entwickelt. Nicht?
Jetzt die LED, das ist ja die modernere Variante, die hat nur noch 3,8 Watt. Und die Filamentwürme, diese hier, die neuere, 2,3 Watt. Also man sollte mal durchs Haus gehen und gucken, was man für Birnen hat. Es lohnt sich, auch hier könnte enorm eingespart werden. Wir sammeln hier, kannst du mithelfen, die Ausrufezette, die Zigarettenkippen aufhören. Man sieht, wie schnell oder wie langsam es ist. Ja. So. Also wir haben jetzt hier halt nicht genug Wind. Also, es ist jetzt nicht genug Wind, um das Windrad direkt anzutreiben. Deswegen haben wir hier diese Maschine, die macht Wind, also praktisch wie einen Föhn. Hiermit können wir auch messen, wie viel Wind, also je höher die Zahl, desto mehr Wind halt. Und hier, das ist jetzt praktisch ein Modell von einem großen Windrad, nur in einem kleinen. Und das erzeugt aus dem Wind wieder Strom. Der Strom geht durch das Kabel und treibt jetzt in dem Fall den Motor an. Oder ich kann es auch mal hier auf die Lampe umstecken, dann sieht man es besser. So, jetzt sieht man durch den Wind, den Strom, den das Windrad liefert, leuchtet jetzt hier die Lampe. Das ist praktisch das Prinzip vom großen Windrad, nur in klein nachgebaut.